wenn wir zum zweiten Mal kommen, so Sachen wie, nicht jeder Mann, ne, denkt bei Lesben immer nur an Sex. Und pass auf, und jetzt flink's aber durch, krass. Ich liebe sowas, wenn Autoren so eine Sätze schreiben, weil da haut es mich wirklich weg, wenn ein Mann, ich sag mal, kein Mann sieht in der Frau nur einen Mensch, außer er ist schwul. Ist viel Wahres dran. Da kommt man wieder in die große Diskussion, Frauen, Männer, beste Freunde, geht das nicht? Guckt euch den Film an, dann werdet ihr das sehen, was der Milan da abzieht mit den beiden noch. Da bleibt kein Auge trocken. Stellt euch den mal beim Sex vor. Es ist eine Horrorkomödie. ich darf das, ich habe Milan dafür bezahlt. Also, pass auf, weiter geht's. Wir haben so verschiedene, also, das war schwierig in dem Buch, weil ich wollte mal mich auch austesten, weil What a Man war halt sehr so Männer, die, ach ja, wissen nicht wohin, so ihn abwaschen, kannst du bei dir hochgehen, wir sagen, so leise laufen, kann ja auch einen Arsch überkommen, den du hast ja gar nicht mehr. Alles klar, okay. So Männer, ne, okay. Und jetzt wollte ich mal was machen, wo ich auch so irgendwie dachte, zweiter Film, okay, zeigst du gerade, dass ich bekloppt bin? Oder, da hat eine Freund gerade eben gemacht, ey, und der Matthias, und. Und dafür ist die Rede einfach nur sehr schnell, einfach nur sehr viel. Girl, take your clothes off. Sorry, mein Schatz. Jetzt müsste der Freund umkommen. Steve, der guckt schon sauer. Der kommt ins Maul und Arschloch. Pass auf, und deswegen wollte ich mal so ein bisschen testen, okay, was kann man machen, was ist gut so, kann man mal ein bisschen Action mit reinbringen, auch irgendwie was den Film ein bisschen da beschleunigt, dass mal ein paar Leute rennen und so. Ich wollte mal gucken, was alles möglich ist als zweite Regiearbeit. Und wir sind bei Russen gerade, die wir trennen sollen. Also es geht so, geht um den 18-jährigen Jungen, der hat eine Freundin, der möchte sich von der Freundin trennen, weil der Vater total auf diesem Kind glückt und sagt, ey, Junge, ich breche dir echt die Beine, wirklich, wenn du meine Tochter auch nur anfährst, der weiß aber nicht, dass die was miteinander haben. Meine Mutter spielt die Frau von dem Russen und hat eine ziemlich hässliche Frisur. Wer hat gestern die NDR Talkshow gesehen? Da habt ihr die Geschichte ja gehört. Ich verpasse meine Mutter sehr gerne hässliche Friesen. Einfach als Rache für die Scheiße von früher. Auch bei, hat das bei What a Man. Ich meine, wie meine Mutter aussah mit den Haaren. Wo sie meine Mutter spielt die Turnerin. Mit der Hose. Ne, wo sich die mit den Vorbildern. Das ist meine Mutter. Meine Mutter spielt jetzt in dem Film halt eine Russin, auch sehr, sehr lustig, und ich versuche, das Mädchen zu trennen, ne, und gehe zu dem Mädchen, weil ihr Freund sich trennen möchte, und sage, du, dein Freund Steffen, ne, und möchte sich gerne von dir trennen, und da sagt sie, das geht nicht. Dann sage ich, warum? Und sie sagt, ich bin schwanger. Oh.